Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder Avenger und ja, beim letzten Part haben wir gesehen, wie Jane und Kenny sich an die Kehle gegangen sind und ich habe jetzt die Waffe in der Hand und ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, ich bin gerade mal eine halbe Stunde vom PC abgehauen, bin erstmal rumgelaufen, habe mich gesammelt. Das Problem ist, einerseits hatte Jane recht. Er ist die tickende Zeitbombe. Es ist so. Aber andererseits ist, sie ist ja genauso. Sie hört ja auch nicht auf. Muss es jetzt wirklich mit dem Tod enden? Ich weiß es nicht. Man hat jetzt echt so lange getrauert, um Kenny wiederzusehen. Also beziehungsweise wir haben uns so, also ich habe mich so tierisch darüber gefreut, Kenny wiederzusehen in dem Teil und jetzt stellt sich echt die Frage, ob ich es wirklich schaffen kann, ihn zu erschießen. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist wie einen besten Freund so abzuknallen. Es ist. Später. What the fuck? Hier ist gerade meine Deko abgehauen. Verdammte Kacke. Okay. Okay, wir starten es einfach und ich hoffe, dass ich jetzt eine Lösung finde. Okay. Yeah. Yeah, I think so. Clem. You made the right choice. I let you down. I let everyone down. Did what you had to. You don't ever have to apologize for that. We almost made it. We were close, weren't we? I thought I wanted this. Asked for it so many times. Now that it's happening, I'm scared. I'm afraid, Clem. You're going to be okay, Kenny. Oh, don't lie. You're better than that. Das ist so ein schlimmer Teil. Oh Mann. Das, was ich jetzt gerade gefühlt habe, das habe ich schon seit der Season 1 nicht mehr getan. Das ist... Boah, Alter. Are you okay? He's alive. I understand if you're upset. AJ was never in any danger. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look, Clem, I'm sorry. I didn't think Kenny would go that far. But it's over now. I can't believe he's alive. He's safe, Clem. It was a stupid... I should never have lied to you, but I thought it was the only way you'd see. Oh my God! Kenny, you have to forgive me. Please. We can
just leave all this behind us. Please. I did it for you, Clem. For us. We're free now. I forgive you, Jade. Thank you. Thank you, Clem. You were right about Kenny. All along, you knew what he was gonna do. It's over now, Clem. Let's just put all this behind us. Boah, Leute, es tut mir leid, dass ich gerade so ruhig war, aber das haut mich jetzt echt um. Das, boah. Ich habe das total vergessen, dass ich damals Kenny erschossen habe. Oder habe ich es überhaupt? Habe ich weggeschaut? Kam es überhaupt so weit? Ich weiß es ja nicht. Die Entscheidungen, die man trifft, die projizieren sich ja auf den Teil wieder. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wow. Can't see much from here. Come on. Sind wir jetzt schon wieder da? Ja. Ihr habt ja gesehen, was Kenny mit ihm gemacht hat, also. I've seen worse. Here's the food. Clem, this formula. Bonnie was right. The greenhouse is in good shape. You know, maybe we should stay here a while. See how it goes. Clem. They don't look armed. This your place? It's big. Quiet. Yeah, it is. Really? Yeah? Why? We need help. My boy, he ain't doing so good. What's wrong with him? Look, don't worry. He ain't bit. Just hungry. We've been walking for weeks. Ran out of food a couple days back. That's your kid? Where you girls been? Why do you care? Whoa, I didn't mean nothing by it. You don't want to know. Yeah, sure. We're all walking a tough road. Keep your eye on him. This place needs a lot of work. Yeah? We could help you. There's not that much food left. Please. We won't make it another night out here. Look, I know you don't know us, and I know a lot of people out here say a lot of things, but I'm asking you, as a father, please, don't turn us away. I don't know, Clem. It could be anybody. Do we really want to go through this again? Please. We'll die out here. Just give us a chance. Give us a chance to prove ourselves. Also ich sag jetzt mal, Lee würde es wollen, dass ich es aufnehme. You won't regret it. Und ich ehrlich gesagt auch. Come in. Thank you. Around the side. You sure about this? This place is a mess, and I don't know how long that food will last. It'll take a lot of work, and we don't know these people. Jane, it'll be okay. It's not much, but we'll make it better. Just keep your eyes on him. We'll be fine.
My name's Patricia. Jane. Thank you, Jane. Don't mention it. Thank you so much. Of course. Ja, es war die richtige Entscheidung. Er hatte eine Waffe und er hat sie nicht mal gezogen. Also, ich find's war eine gute Entscheidung. Kuhat. Ja, thanks. Das war das komplette Spiel, so wie ich das jetzt interpretiere. Wir haben es geschafft, wir haben es durchgespielt. Endgültig. Ich weiß nicht, was kommt. Ach, unsere Entscheidung natürlich. Meine Entscheidung. Protected the baby. Okay, wir haben das Baby beschützt. Also ich und 58,6% der Spieler haben das Baby beschützt. Ist ja völlig klar. Risk. Went to help Luke. Ja. Es wäre jetzt echt mal interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn ich Luke nicht geholfen hätte. Also wenn ich nicht zu ihm gegangen wäre, wäre er trotzdem abgesoffen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich glaube beim letzten Mal habe ich ihm auch geholfen, weil ich dachte, okay, ich bin nicht so schwer, das wird schon irgendwie klappen, das machen wir schon. Nee, es war nicht so. Also, ich und 33,3% der Spieler tried to help Luke. Also wir haben versucht, ihm zu helfen und er ist halt dadurch gestorben. Ob er natürlich nur durch uns gestorben ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie auch immer. Wir werden es auf jeden Fall niemals erfahren. Ja. Loyalty. Ask to leave with Mike. Also ich und 80,9% der Spieler haben nicht gefragt, ob wir mit Mike abhauen dürfen. Völlig verständlich. Ich weiß gar nicht, wie die restlichen 19,1% das überhaupt in Erwägung ziehen konnten, mit ihm zu gehen. Er hat uns verraten nach der niederträchtigsten Art und Weise. Bonnie hat wieder mal bewiesen, was sie eigentlich tut, wenn es um ihre Haut geht. Es war echt eigentlich eine krasse, geile zweite Season. Wie schon gesagt, also Bonnie hat uns ja schon mal bewiesen, dass sie ein relativ falsches, sag ich jetzt mal, beziehungsweise man kann es nicht interpretieren, weil sie war ja unter Carvers Einfluss, sag ich jetzt mal, wo sie uns das erste Mal verraten hat. Und jetzt ist halt so, dass vielleicht hatte sie wirklich Angst vor Kenny, vielleicht hat sie einfach ihre Chance gesehen, abzuhauen, ihre Haut zu retten. Man weiß es nicht. Wenn wir aber uns an die 400 Tage erinnern, für die, die es nicht wissen, Season 1, 400 Tage, ich habe einen Livestream darüber gemacht übrigens. Ja, so viel eigentlich dazu. Schaut's euch einfach mal an, was Bonnie da tun musste. Beziehungsweise was ich mit Bonnie getan habe. Also, ne, ich musste sie da spielen. Schaut's euch auf jeden Fall an, ich will nicht spoilern, für die, die es halt nicht geschaut haben. So, Survivalism, Shoot Kenny. Es ist die Mehrheit, was ich jetzt so nicht verstehen kann, aber hey, es ist die Mehrheit. Ich und 50,9% der Spieler haben auf Kenny geschossen. Die Frage ist, was wäre passiert, wenn ich nicht auf Kenny geschossen hätte? Das ist jetzt echt die große Frage. Wäre er dann trotzdem gestorben? Hätte er Jane umgebracht? Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich kann mir eine dritte Season mit Kenny nicht vorstellen. Ich kann es einfach nicht. Das werde ich echt mal kurz wissen. Aber wie schon gesagt, das kann ich irgendwann mal versuchen zu starten, wenn die dritte Season raus ist. Dann vielleicht gehe ich dann mal in einem Livestream den ganzen paar, also diese ganze letzte Folge, sei jetzt mal die letzte Episode nochmal durch. Und wir lassen einfach mal Kenny am Leben und schauen dann einfach mal, was passiert. Aber wie schon gesagt, das ist eure Entscheidung. Ihr schreibt es mir in die Comments. Wenn ihr das haben wollt, dann schreibt es einfach rein. Friendship. In the end, who are you with? Also ich in 21,4% der Spieler mit Jane und der Familie. Hat sich herausgestellt, ist eine gute Entscheidung. Ich meine, sie hat sich sehr, sehr dankbar gezeigt, die gute Frau. Der andere Kerl hatte eine Waffe, er hat sie nicht mal in Erwägung gezogen, sie zu ziehen.
er hätte es tun können, weil wir hatten keine Waffe erhoben, soweit ich das gesehen habe. Und wie schon gesagt, aber dass so viel Prozent der anderen Spieler sich so beeinflusst haben von dem Part und haben dann gesagt, nee, wir wollen keine Familie mehr, wir bleiben Einzelgänger, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber hey, so ist halt das Game, so sind die Leute, so entscheiden sie vielleicht, keine Ahnung, I don't know. Wie schon gesagt, wir drücken jetzt einfach mal fortsetzen, es ist soweit alles geklärt. Jetzt müsste es eigentlich das Ende sein. Ich weiß es halt echt nicht, ist es wirklich das Ende? Ich glaube aber schon, es ist jetzt echt zu viel passiert. Und ja, wie schon gesagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das nächste Let's Play wird auf jeden Fall The Walking Dead Season 3. Ich gucke jetzt auf jeden Fall nochmal nach, wann es genau rauskommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß von Fan, das ist jetzt ziemlich scheiße, dass ich den Release-Day nicht weiß. Aber hey, ich werde mich auf jeden Fall mal informieren. Wenn es jetzt wirklich noch so krass lang dauert, dann werde ich wahrscheinlich das Michonne-Special auch noch machen. Für die mich schon nicht kennen, dafür müssen sie die Serie geschaut haben. Gebt einfach mal bei Google ein The Walking Dead Michonne, dann wisst ihr, um wen es geht. Ja, wie schon gesagt, ihr könnt mir auch einfach so schreiben, unabhängig davon, ob wann der Release Day ist. Wenn ihr das Michonne Special sehen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Comments und ich werde es tun. Wirklich, ich mache das. Und ja, wie schon gesagt, lasst mir auf jeden Fall ein paar Bewertungen da. Ich bin ultra gespannt, was ihr in die Comments reinschreibt bezüglich Kenny und Jane und was so passiert ist, wie ich mich entschieden habe. Echt, ich würde mich mal mega über eine Diskussion freuen. Und ob es euch auch so mitgenommen hat, als ich Kenny erschossen habe. Also Ich war den Tränen echt nah. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht Splendor angefangen habe, weil das hat mich so mitgerissen. Auf jeden Fall wäre es echt mal interessant zu wissen, wie ihr darauf reagiert habt. Also, ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die eingeschaltet haben, vielleicht abonniert ihr mich, wenn ihr Bock habt auf mich. Wenn ihr mich nicht zu sentimental fandet und wenn ihr das, ne, wie schon gesagt, ich kann euch nur sagen, es ist alles real, was hier passiert. Meine Emotionen, das ist völlig ehrlich gemeint und es ist nicht irgendwie gespielt oder so. Mich nimmt das Spielen wirklich so mit. Und wie schon gesagt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann guckt euch Season 1 an. Da war ich auch den Tränen nahe beim letzten Ding. Also wie schon gesagt, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und vielleicht auch eine Bewertung. Es wäre mega nice von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, euer Avenger. See you next time. Servus.